Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rennsportfreunde. Mein Name ist Bitwalker und ihr seht es hier schon. Forza Horizon ist hier eingetroffen bei mir und liegt schon im Laufwerk bzw. ist auch schon installiert. Und da geht es auch schon los mit dem Intro. Das kennen wir ja, Playground Games, kennen wir ja bereits von der Demo. Habe ich ja auch angespielt hier, dieses Game für euch, beziehungsweise ihr habt es selber auch zocken können, um euch einen Eindruck zu machen, ob es Horizon wert ist, gekauft zu werden. Ich muss ehrlich sagen, ich war kurz bevor ich es eigentlich gekauft habe, wollte ich es schon wieder stornieren, denn die allerersten Testberichte oder den ersten Testbericht, den ich gelesen habe, der hat mich nicht sonderlich überzeugt. Da gab es eine Wertung von knappe 80 und eigentlich habe ich für mich beschlossen, alles unter 85 kommt bei mir gar nicht hier ins Laufwerk. Habe mich dann aber anders entschieden, aus dem einfachen Grund, die Demo hat mir gefallen, also warum nicht? So, hier seht ihr schon die ersten Einstellmöglichkeiten und das erste ist gleich mal natürlich die Helligkeit zu justieren, damit das Bild auch entsprechend aussieht, wie man es dann haben will. Dieser Start, dieser Intro hier ist genau das Intro, was mir bei meinem ersten Demo-Video auf YouTube gleich mal in die Suppe spuckte, denn die Musik, die im Hintergrund läuft, da hat die GEMA oder irgendeiner von diesen anderen Musikdingsbums, irgendwie man es nennen will, die Hand drauf und deshalb muss ich jetzt während dieses Videos quatschen, weil sonst das Video wieder rausfallen würde. Ja, und das Ja, dieser kurze Abschnitt zeigt genau, auf was Forza Horizon abfährt. Eher so ein bisschen auf die Partystimmung, auf das junge Racer-Volk und ein bisschen, es soll einfach das Image haben, dieses junge, gedankenlose Racing hier auf der Konsole. Und das finde ich eigentlich gut auf der Konsole. Ist es in Ordnung, wenn man sich auch einmal gedankenlos ins Getümmel stürzt und sich nicht drum kümmern braucht, wie die Verkehrszeichen und so weiter wo stehen. Es geht auch hier gleich los, wie aus der Demo bekannt. Ja, mein erster Gedanke war, was ist jetzt los? Beschreibung der Tastenbelegung. Aber wir springen genauso rein, wie eben bei der Möglichkeit, Forza Horizon anzutesten. Und da lasse ich euch jetzt ganz kurz alleine, um hier alles mitzubekommen. Es ist der erste Tag des Horizon Festivals und ihr hört Horizon Base Arena mit Scott Tyler. Es ist ein herrlicher Morgen in Colorado und die Vorhersage lautet energiegeladen mit vereinzelten musikalischen Passagen und einer Menge donnernder Motoren. Es heißt, dass der aktuelle Champ Darius Flint heute beim Horizon eintreffen wird. Also, wenn ihr gerade unterwegs seid, geht ihm aus dem Weg. Der Mann nimmt keine Rücksicht. Hier ist Horizon. Bleibt bei uns. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, für was dieses erste Rennen hier gedacht ist, ob das irgendwie eine automatische Einstufung ist oder nicht, aber ihr seht es hier ganz unten, hat es kurz eine Erklärung gegeben. Ich denke, da geht es einfach darum, mal den neuen Mitspieler hier, der auch der Forza das erste Mal vielleicht spielt, kurz gleich mal hier einzustimmen, was hier und wie passiert. Ja, ihr seht hier, der Computergegner Flint, der Beste der Besten hier, der Sieger des Festivals, rast wieder quer durch die Botanik. Also das soll wahrscheinlich auch zeigen, dass man vielleicht ab und zu mal ein bisschen abkürzen kann und das, was man mit dem Haufen fährt, auch wirklich durch die Gegend fliegt. Ja, mein erster Eindruck hier, die Grafik, die kennen wir auch aus der Demo natürlich schon, schaut wirklich gut aus. Ob es jetzt hier ist, die Fahrzeuge, die Landschaft oder auch später im Video die Personen und so weiter. Also da haben sich die Jungs wirklich was einfallen lassen, damit die Stimmung und die Optik sehr gut rüberkommt. Ob man gegen diesen Flint hier gewinnen kann, sei mal dahingestellt. Momentan stelle ich mich noch ein bisschen dusselig an, hier ein bisschen Fahrzeug. Aber ich denke, das wird auch mit der Zeit dann kommen. Ich hatte recht, Leute. Darius Flint ist wirklich gerade zum Horizon unterwegs und man sagt, dass er bereits ein Rennen fährt. typisch Darius. Aber hey, es ist egal, wer Sie sind oder was Sie fahren, okay? Bringen Sie Ihr Gefährt, Ihre Freunde und kommen Sie einfach her, okay? Wir schreiben Tag 1 des tollsten Festivals der Welt und wir werden dieses Jahr richtig viel Spaß haben, ja! Etwas Geduld, bevor es mit noch mehr Musik weitergeht, haben wir hier einen besonderen Gast mit einer großen Ankündigung. Es ist Horizon-Chefin Alice Hart. Hi Alice. Hey Scott, wie geht es Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Was können Sie uns sagen?
Tja, wie es aussieht, wird das das bisher großartigste Jahr für das Horizon. Die Horizon-Meisterschaft beginnt morgen früh und es gibt freie Plätze in den Vorläufen für die nächsten 10 Wagen, die am Horizon-Eingang eintreffen. Verdammt, das ist ja so cool, wenn noch jemand da draußen unterwegs ist. Ihr habt noch eine Chance, es in die Horizon-Vorläufe zu schaffen. Na los! Dann rasen wir mal los, um uns einen der Plätze zu sichern. Hier noch mit allen möglichen Hilfseinstellungen. Die Zeit war noch nicht da, um das Ganze umzustellen. Das war der erste Platz in den Vorläufen, sind aber noch jede Menge zu haben. Aber es ist schön zu sehen, dass hier sehr viel von Forza 4 übernommen wurde. Und man fühlt sich auch irgendwie gleich wieder so, ja, wie auf der Forza-Piste. Nur eben, dass es hier eine offene Rennstrecke ist oder eine offene Strecke allgemein. Open-World-Feeling. Aber dazu noch ein bisschen später dann mehr. Die Linie hier auf der Straße zeigt an, wenn es natürlich grün ist, heißt es Gas geben. Wenn es rot ist, dass man langsamer werden muss, um eben dann die Kurve zu schaffen. Aber das kennen alle Forza-Fahrer sowieso. Und ich denke auch bei anderen Spielen, bei anderen Racing-Games wird es das so in dieser Art und Weise geben. Für mich selbst wäre Forza 4 der Vorgänger von dem Ganzen und hier sehen wir gerade hier eine Map vom ganzen Gebiet und das ist ein Kritikpunkt, den ich auch gelesen habe, denn die Map ist im Verhältnis zu anderen Games relativ klein, muss man schon sagen. Wer Test Drive Unlimited hatte, ich hatte das erste, der hatte auf Hawaii 950 Quadratkilometer zur Verfügung. Test Drive Unlimited 2, da ging es glaube ich nach Ibiza, 1200 Quadratkilometer und jetzt haltet euch fest, was Forza Horizon anbietet, 147 Quadratkilometer. Ja, eigentlich direkt ein bisschen lächerlich im Verhältnis, aber gut, die Map alleine macht sich aus. Es geht ja auch darum, was geboten wird. Ach ja, in Ihrem Autoradio lief nur ein Kanal. Ich habe kurz draufgehauen, jetzt können Sie alle drei Horizon-Radiosender empfangen. Viel Spaß! Ja, auf der Karte habe ich mir einen Wegpunkt gesetzt und jetzt geht es dorthin und auch schon der erste Erfolg. Willkommen bei Horizon. Sie sind beim Horizon Festival angekommen und wollen loslegen. Na klar doch, für das bin ich hier. Hier gibt sich gleich die Möglichkeit, die Steuerung einzustellen. Ich verwende eine andere Steuerung wie die Standard hier, die bereits vorausgewählt ist, denn meiner einer schaltet manuell und das mit X und A und momentan ist hier die Handbremse auf A gelegt. Schön ist auch, dass man wirklich alles optimal einstellen kann, jede Feinheit, die Toleranzen und. Also es kann sich jeder alles so anpassen, wie er es haben will. Die Schwierigkeit für den Gegner bzw. mit den Gegnern oder auch mit dem Fahrzeug, Lenkung auf Simulation, Traktionskontrolle wird ausgeschaltet, Handschaltung natürlich, naja, natürlich auch ein bisschen übertrieben, denn ich habe relativ spät bei Forza 4 auf Handschaltung umgeschaltet, die Fahrlinie wird ausgeschaltet, kosmetischer Schaden ist ein, leider gibt es nur einen kosmetischen Schaden hier bei Forza Horizon, also das Auto kann nicht zerstört werden oder dergleichen. Einfach nur, dass man es einfach sieht, dass was defekt ist, aber das war es auch schon wieder. So, nachdem ich die Schaltung aktiviert habe, kann ich auch hier die Tastenbelegung umstellen. Und zwar ist es die Standardbelegung Nummer 2, die genau das macht, wie ich es will. Mit X hochschalten und mit A runterschalten, so wie ich es einfach gewohnt bin. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten und da kann man sich das so einstellen, wenn man es haben will. Natürlich kann auch jede Taste dann separat belegt werden. So, dann speichern wir das Ganze. Schwierigkeit haben wir schon. Head-Up-Display, Cockpit-Perspektive, genau ist meins. Die Anzeigen, die am Display zu sehen sein sollen, jo, kann man im Prinzip eigentlich alles lassen, wie es ist. Wenn es einem zu nervig ist, natürlich kann man es abdrehen. So, die Musik vom Radio ein bisschen leiser drehen, denn permanente Beschallung finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Ein Punkt, den ich schade finde hier, Abspielsystem habe ich nur TV und Heimkino, also auf die Headset-Spieler wird kein Einfluss genommen. Die Frage ist natürlich, ob nicht die Headsets so intelligent sind, dass sie das Signal dann so aufarbeiten, wie sie es wollen. Vielleicht braucht man das eben auch gar nicht. Ja, Helligkeit hier nochmal zum Justieren. Der unterste Balken soll leicht zu sehen sein. Jo, das war es dann, glaube ich, soweit.
Und dann kann ich auch schon loslegen. Richtung Wegpunkt. Die ganze Fahrt über wird bei Kreuzungen und dergleichen per GPS-Navigationsstimme dann entsprechend früh Bescheid gegeben, dass man abbiegen muss. Kennt man auch von anderen Open-World-Games. Ja, und hier die Gegend, ihr seht es schön, wirklich Festival-Stimmung hier. So ein Blick ein bisschen raus auf der Seite. Und das Ziel haben wir auch schon erreicht. In solchen Containern melden Sie sich für Festivalrennen an. Wenn Sie einen sehen, parken Sie davor und lassen Sie sich registrieren. Ja, ich bin hier nochmal in meinem VW Scirocco unterwegs. Auch nicht mehr das neueste Gerät. Die verschiedenen Ansichten hat man auch, wie sie natürlich bekannt sind. Also Motorhaubensicht und von hinten drauf und. Also jeder, der bis jetzt einen Racer gefahren ist, bis jetzt auch Forza gefahren ist, kommt hier klar und bekommt die Sicht, die er haben will. Unter die ersten drei kommen, um sich für ihr erstes Armband zu qualifizieren. Viel Glück! Ja, dann starten wir auch schon das erste Rennen rein. Unter die ersten drei zu kommen, sollte sich hoffentlich ausgehen. Schwierigkeitsstufe bei den Gegnern habe ich auf Mittel. Und schön ist auch, was mir sehr gut gefällt, ist einfach diese ja, stimmungsvolle Startszenerie hier. Die Festival-People, die herumhüpfen, die Fotografen und die hübschen Mädels darf man natürlich auch nicht vergessen. Wenn Sie die Fahrhilfen ausschalten oder das Können Ihrer Gegner erhöhen möchten, können Sie das im Schwierigkeitenmenü tun. Ach, und Geld verdienen Sie damit am Ende auch. Versuchen Sie es. Ja, ich habe erwähnt, dass am Anfang, dass ich es fast wieder abbestellen wollte nach den ersten Wertungen. Aber natürlich sind dann auch noch weitere Wertungen gekommen, weitere Testberichte. Und da kann ich euch ein paar Ergebnisse sagen. Xbox Front hat 87% gegeben. Computerbild ein gut. Videos Games Zone 89%. Eurogamer 9 von 10 Punkten. Und 4Players ein sehr gut. Also eigentlich schaut es dann nicht so schlecht aus. Ja, und hier geht auch schon das erste Race los. Natürlich noch nicht so mit Full Speed, Full Tempo. Mit dem Fahrzeug geht es einfach nicht flotter. Trotzdem kann ich sagen, die Schwierigkeitsstufe Mittel ist für mich mal vorerst ausreichend, bis ich mal entsprechend das Feeling für die Fahrzeuge hier bekomme. Die Rennstrecken natürlich normalen Straßen nachempfunden, also auch mal mit Unebenheiten. Es gibt auch Belagswechsel, also nicht nur immer hier Asphalt, sondern auch mal Schotterpisten. Und das ist hier auch alles sehr schön beim Controller zu spüren. Das Feedback wirklich sehr gut. Der Untergrund gut spürbar. Und hier kämpfe ich mich eben hinter den Fahrzeugen hinterher. Man bekommt natürlich auch hier für alles mögliche Punkte, ob man jetzt hier einen Pfosten über den Haufen fährt, Windschatten, Drifts, Burnouts und alles gibt Erfahrungspunkte, die dann auch entsprechend für den eigenen Fahrerlevel eingebucht werden. Ja, und da bin ich auch schon im Ziel, Zweitplatzierter und gleich einen Erfolg. 10 Gamergas-Scores, Sie sind in Ihrem ersten Horizon Race, irgendwie das Game ist zu schnell. Egal, 10 Gamerscore-Punkte. Und ja, etwas, was ich auch gelesen habe, die Replay-Funktion, die soll nicht allzu besonders sein. Und ja, kann ich bestätigen, die ist wirklich Mist. Aus dem einfachen Grund, man hat hier keine Streckenkameras. Man hat immer nur Kameras rund um das Fahrzeug. Verstehe ich einerseits, denn wo will man auf der ganzen Maps hier Kameras aufbauen? Das müsste man definieren, ist sicher eine aufwendige Geschichte. Aber so wie es hier jetzt zu sehen ist, sind die Replays ja, für meinen Geschmack kaum zu nutzen. Deshalb ja, breche ich das gleich hier ab und es geht zur Entwertung. So, zweiter Platz.
und hier entsprechend Punkte, Credits und ich auch aufgrund der Fahrhilfen dann entsprechend auch mehr Punkte. Fahren Sie nach Red Rock. Das Publikum wartet. Etwas bitteren Beigeschmack gab es ja vom Anfang an schon, denn bevor Forza Horizon überhaupt released wurde, wurde schon das erste DLC bekannt gegeben. So nach dem Motto, hey, wir haben das Spiel noch nicht mehr geliefert, aber ihr könnt euch jetzt schon ein Upgrade kaufen. Ja, da gab es viel heißes Blut und allgemein diese ganze DLC-Politik, die hier betrieben wird, kommt nicht sonderlich gut an. Man weiß schon jetzt, dass man sich ein Upgrade kaufen werden muss, um auch Offroad-Rennen zu fahren. Man weiß ja, jetzt schon... Oder hören wir kurz mal zu. Wir in ganz Colorado verteilt haben. Wenn Sie einen sehen, fahren Sie so schnell wie möglich durch. Wir speichern für jeden Ihre Höchstgeschwindigkeit. Ja, und man weiß eben, dass es DLCs geben wird, was es kostet, und dieses Rallye-Paket ist auch schon angekündigt und es gibt den Season Pass um, also ich glaube 4200 Punkte, das sind auch nochmal knappe um die 50 Euro, also das kaufst du dir ein Game um 60 Euro, dann hast du noch 50 Euro für die Zusatzpackages dabei. Ja, viele Gamehersteller machen das jetzt so, hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack für mich. Also ich habe mir hier das Forza Horizon Standardpaket gekauft und werde es auch so handhaben wie bei Forza 4. Ich kaufe mir keine Pakete, ich sehe es einfach nicht ein und so wichtig ist es mir einfach nicht. So, hier in Outpost, was gibt es hier zu machen? Kann man reinschauen, rein auf Verdacht hier reinfahren. Oh, da sieht man aber schon, das Schlosssymbol ist gesperrt. Aber auch hier Party überall. Etwas, was mich auch tierisch genervt hat, na genervt ist übertrieben, aber was ich schon ein bisschen frech finde, ist die Verpackung hier von Forza Horizon natürlich. Und zwar die Hülle, Xbox-Hülle kennt man, da macht man Hülle auf und da ist nichts drinnen. Das Einzige, was drinnen ist, ist ein Blatt Werbung für das Lenkrad. Rammen Sie sie, um in Decks Garage auf dem Festival Rabatte auf Upgrades zu erhalten. Kein kleines Handbuch, keine Karte von dieser Gegend hier. Schaurennen sollen das Publikum unterhalten. Aber wenn Sie einen zusätzlichen Anreiz brauchen, der Sponsor schenkt Ihnen das Auto, wenn Sie gewinnen. Nicht schlecht, was? Ja, ist schon gut. Wohl mehr haben Sie einen Ford Mustang. Sie müssen der Reihe nach Kontrollpunkte passieren und dann durchs Ziel fahren. Das Flugzeug hat einen viel größeren Wendekreis als Sie. Ja, das kennen wir auch von der Demo. Genau, in der Demo war dieses Race dabei. Ja, zurück eben zur Verpackung. Also da ist nichts drinnen, ein Blatt und das ist die Werbung für das Wheel. Keine Straßenkarte, kein, ja, zumindest ein kleines Heftchen mit irgendwas. Nö, gar nichts. Also im Prinzip eine reine CD-Hülle. Und ich denke, für sowas hätten die Forza Horizon auch als Download-Titel anbieten können. Finde ich wirklich schwach. Das hat für mich immer ein bisschen seinen Beigeschmack, so nach dem Motto, wir wollen nicht zu viel bieten. Die Leute kaufen sie und werden schon hoffentlich einen Spaß haben. Ja, werden wir schauen, wie es weitergeht. Wie das Ganze bei den Spielern bei euch ankommt und angenommen wird. Angeblich habe ich schon ein paar so Berichte gelesen, dass in den Foren von Forza Horizon sich Leute wirklich schon aufregen, aber diese Postings dann gelöscht werden von den Admins. Ja, kann man es dazu stehen, wie man will. Also ich finde das Ganze nicht so in Ordnung. Aber zurück hier zu den positiven Aspekten und ein bisschen nüchtern betrachtet das Ganze. Es ist einfach ein Game und ich muss sagen, die ersten paar Minuten und auch schon eine Demo hat mir einfach Spaß gemacht. Der Forza Racer, wirklich ein Rennenfahrer, wisst ihr es, ihr habt vielleicht meine Rennen gesehen, wo ich bei der GTCC dabei war. Gleich hier mal Grüße an die Jungs, die da nach wie vor fahren und die sich wirklich viel Arbeit antun für ambitionierte Racer, da was auf die Beine zu stellen. Ja, ich war es einfach nicht. Ich war nicht dieser Racer, der ewig lang Setups gebaut hat und der viel Zeit für mächtige Trainings hatte. Nö, das ist einfach nicht meins, sondern im Online-Races muss man entsprechend gut sein, um mithalten zu können. So, hier dieses Race habe ich einfach auch abgekürzt. Das kennt ihr ja von der Demo. Einfach schneller sein wie der Flieger. Und das habe ich auch hier geschafft. Wenn es auch ganz knapp war, kann mir auf die Rennergebnisse umschauen, anschalten, ihr seht es 255 ich und 256 der Pilot.
Arbeit. Jetzt sind Sie ganz offiziell schneller als im Flugzeug. Das ist doch was, oder? Ja, mein erstes Race gewonnen, gibt es natürlich auch gleich Gamerscore-Punkte und das Fahrzeug bleibt mir auch. Wissen Sie, warum Schaurennen nur über Einladungen laufen? Weil alle diese Autos haben wollen. Glückwunsch! Sie haben sich für die Horizon-Meisterschaft qualifiziert. Gehen Sie zur Rennzentrale. Dort gebe ich Ihnen Ihr gelbes Armband und erkläre Ihnen die Grundlagen. Okay, wir sehen uns dort. Ich organisiere für die Fans Schaurennen wie das Mustang-Rennen und ich versuche die beliebtesten Fahrer zu buchen. Wenn Sie teilnehmen möchten, müssen Sie Ihre Popularität beim Festival erhöhen, indem Sie beim Fahren Ihre Fähigkeiten zeigen. Wenn Sie beliebter sind, rufe ich Sie vielleicht an. Ja, und um das geht es hier eben auch beim Fahren entsprechend Punkte zu machen, Erfahrungspunkte nenne ich es jetzt mal. Und die bekommt man wirklich fast für alles hier. Ob man seine Kurve schön nimmt, entsprechend driftet oder bei anderen Fahrzeugen knapp vorbeifährt, bringt das eben Punkte, wie ihr es oben seht. Und wenn man entsprechend schnell das Ganze kombiniert, gibt es natürlich auch Combo-Bonus und. Also man kann auch während der normalen Fahrt entsprechend Zusatzpunkte kassieren. Mit Steigen dieser Punkte wird man im Ansehen höher gereiht und dann natürlich werden etliche Events freigeschaltet. Da muss ich das Ganze eben erarbeiten. So, wenn man falsch abbiegt, dann schreit er hier gleich, bitte wenden. Die roten Punkte, was ihr jetzt links am GPS seht, das sind solche Werbetafeln, die man auch zusammenrammen kann. Wenn man die überfährt, bekommt man auch Punkte. Und ich nehme mal an, dass es dann entsprechend dann auch einen Erfolg geben wird. Man bekommt auch Rabatt dann entsprechend bei, ich glaube, in einem Shop oder so. Recht eine nette Geschichte. Etwas, was jetzt hier zu sehen sein wird, ist der, ich nenne es mal Nachtmodus. Es wird Abend, die Sonne geht unter und das Fahrzeug ist mit Licht unterwegs und das ist ja auch etwas, was es bei Forza 4 nicht gegeben hat. Na klar, es war auch eine Racing-Simulation, aber hier bei der Open World macht es einfach auch Spaß, am Abend zu fahren, denn die Lichteffekte kommen auch recht gut. Das Fahrzeug wird erhellt, wenn man ein anderes Auto überholt und der Scheinwerfer auf einen drauf leuchtet und. Also schaut wirklich fein und nett aus, macht sich wirklich gut. Auch wenn es zum Fahren schwerer ist, sehe ich mich halt schon definitiv schwerer, weil einfach die Sicht bei weitem nicht so gut ist. Ja, ein paar Driftpunkte, aber ihr seht schon, beim Driften bin ich wirklich, wirklich schlecht. Wurde auch bei Forza Firma angeschrieben, ob ich nicht bei einem Drift-Event mitmachen will. Nö, ich will einfach nicht driften, weil ich es nicht kann. Wenn ich jetzt nach vorne schaue, da ist nach vorne rechts, da ist gerade noch der Außenspiegel, aber bei den nächsten Kurven, da seht ihr hier hinten so Feuerwerk und dergleichen. Ja, das ist das Festivalgelände, wo wir hinfahren. Und auch hier mit den Lampen der Straßen, also die Straßenlaternen, das Fahrzeug wird entsprechend erhellt. Also es macht wirklich optisch einen sehr, sehr guten Eindruck, was hier präsentiert wird. Es macht einfach auch schon zum Schauen Spaß, hier zu fahren. Ja, zu viel schauen sollte man natürlich nicht, denn dann passiert genau sowas, wie es mir hier ergangen ist. Man gleitet irgendwo in die Botanik ab und rutscht am Zaun entlang. Ah, das Schild verpasst hier, auch ein Blitzer. Aber ihr seht hier, wenn jemand aus der Freundesliste hier schon mal schneller oder besser war bei seinem Blitzer, dann wird das unten gleich sofort angezeigt. Und ihr könnt euch entsprechend mit euren Freunden messen. So, hier ist Festivalgelände, Partystimmung hier, Lichteffekte ohne Ende. Das Ganze schaut wirklich gut aus.
So, Autoclubs gibt es auch, wie wir es von Forza kennen, von Forza 4. Und hier ist die Rennzentrale und jetzt horchen wir ein bisschen zu, was hier so passiert. Noch etwas. Das ist nichts für Ihre TV-Eskapaden. Merke ich, dass Sie Stories für Ihre Show fabrizieren? Fliegen Sie schneller aus dem Wettbewerb, als Sie Sendung abgesetzt sagen können. Für Sie, Alice, tue ich alles. Im Ernst, sehe ich einen Verstoß, sind Sie raus. Okay, okay, verstanden. Keine gefährlichen, albernen Spielchen. Versprochen. Oh, hi. Sie sind der Neue. Hier. Sehr gut, der letzte Platz gehört Ihnen. Das Armband heißt, dass Sie bei der Meisterschaft fahren. Dieses Jahr nehmen noch 249 andere Fahrer teil. Und jeder einzelne von Ihnen ist hier bekannter als Sie. Darius, hi, bleiben Sie kurz hier, ja? Wenn Sie beim Horizon bekannt werden wollen, hängt alles von Ihren Fahrkünsten ab. Das Publikum will spektakuläre Rennen. Und einen Fahrer, den die Menge liebt, kann ich gut brauchen. Darius, was ist jetzt wieder? Glückwunsch! Ein gelbes Armband erlaubt Ihnen die Teilnahme an der Meisterschaft. Wenn Sie Champion werden wollen, müssen Sie weiter an den Festivalveranstaltungen teilnehmen. Mit Siegen verdienen Sie Punkte. Für Punkte erhalten Sie neue Armbänder, die Ihnen wiederum eine Chance auf den Titel einbringen. Wie gerne würde ich einen neuen Champion sehen. Deshalb hat Ihnen Horizon ein Startkapital gegeben. Viel Glück! Das Recaro-Rennen ist eine Geländeveranstaltung. Sie brauchen also ein Allradauto. Kaufen wir eins im Autosalon. Dann kaufen wir uns das erste Fahrzeug und eins ist auch ganz klar, man merkt einfach, wer hier mitgemischt hat, denn die Fahrzeuge werden perfekt dargestellt. Auch wieder mit perfekter Lichtspiegelung, Reflexionen, also alles vom Feinsten. Die Fahrzeuge sind wirklich im Mittelpunkt und das merkt man mit viel Liebe zum Detail, sind sie hier in diese virtuelle Umgebung reingebeamt worden und schaut wirklich, wirklich nett aus. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Astreine Darstellung. So, die Frage ist, welche Farbe nehmen wir hier? Unseren Mitsubishi Lancer Evo. Und ich kann ihn mir auch kaufen, hier 29.000 Credits. Und wieder ein Erfolg freigeschaltet. Am Anfang geht es immer recht gut. Sie haben ein Autosalon und Autos erworben. Jetzt können Sie eine Runde drehen. Sie können Ihr neues Auto in der Lackiererei lackieren lassen oder sich direkt zum Recaro-Rennen begeben. 6 neue Nachrichten. Auch das gibt es hier. Das ist auch bekannt. Die Frage ist immer, wie kommt man da rein? Treue Fahrzeuge verfügbar. Sie können sich Ihre Fahrzeuge da runterladen. So, hier die Nachrichten, da gibt es immer News und so weiter, natürlich von Forza Horizon. Neues Geschenk, Community Geschenk. Warum ich das bekomme, weiß ich jetzt nicht, ob es jeder bekommt oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier ein neues Fahrzeug bekommen, also zwei neue Fahrzeuge, drei neue Fahrzeuge sogar, sehe ich jetzt das Ganze. Und die kann man euch entsprechend runterladen, speichern und. Und schön langsam kommen wir zum Ende der ersten paar Meter hier bei Forza Horizon. Natürlich wird es entsprechend mehr Videos geben. Das Game gibt sicher einiges her. Zeigen Sie, was Sie drauf haben und unsere Sponsoren zahlen Boni. In diesem Menü können Sie jederzeit nachsehen, wie es für Sie läuft. So, und ich denke, ja, Spaß wird man hier sicher länger haben. Ob sich im Endeffekt durchsetzen kann oder wird, im Gegensatz zu Forza 4, glaube ich, ja, weiß ich jetzt nicht. Für mich ist Forza nach wie vor die Rennsimulation und hier Forza Horizon ist eher sowas für mich, so das, ja, wie soll man es sagen, Racing für gemütlich, aber trotzdem
mit verschiedensten Möglichkeiten hier ein Rennen zu starten und so weiter und so fort. Also das werden wir noch ausführlicher erläutern und ich bin auch schon auf eure Kommentare gespannt, wie euch Horizon so gefällt. Wie sind eure Eindrücke? Habt ihr mehr erwartet? Wurdet ihr enttäuscht? Oder ist es genau das, was ihr wollt? Und somit sage ich, danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Pitfocker. Unglaublich.